Tag der Strafe. Da oben wohnt die Ari. So wohne ich. Bei mir ist das schon sehr wichtig, wie es so in meinen vier Wänden aussieht. Und wie soll ich sagen, die Ari ist nicht so der Kindertyp. Und deswegen habe ich die perfekte Strafe. Nicht dieses Geschirr! Mann! Habt ihr Lust, ein bisschen Blödsinn zu machen mit mir? Ja! Ja! Ich läute jetzt bei der Ari und ihr müsst ganz leise sein, damit sie nicht mitbekommt, dass ihr hier seid, okay? Weil das ist eine kleine Überraschung. Sie hat gleich die Tür wieder zugeschlagen. Shut the door. Good girl. Guck doch mal raus. Kannst du dich erinnern, dass du das letzte Mal verloren hast? 10.000 Kalorien Challenge. Wenn du kotzt, hast du verloren. Hab ich mal wieder gewonnen. Wir wollten nicht reinkommen. Ja, wollen wir. Dein Zuhause ist dir schon wichtig, gell? Wenn ihr hier meine Bude kaputt macht, mach ich euch kaputt. Das ist mein Herz, das ist meine Seele. Weil du sonst nichts hast im Leben. Das ist ein bisschen wie mit deiner Mutter, ja, genau. Hat's geläutet? Na? Komm, wir springen mal alle auf dem Bett. Kosten 100 Euro, das Stück. Von hier Klamotten, ne? Seidenhausen, Kaschmirpullis, du, die Kinder sind ja ein Segen. Nicht dieses Geschirr, Marc, nicht dieses Geschirr. Alter, jetzt ist aber mal wirklich gut. Wenn dieses Geschirr kaputt geht, ne? Ich kann alles auf den Boden verteilen. Schön verteilen auf den ganzen Boden, genau. Wie geht's da? Hm? Oh Mann, ey, Marc, wirklich, jetzt ist immer nicht mehr witzig hier. Ganz vorsichtig. Ganz viele, kommt, ja. Alle auf den Tellern verteilen. Und dann noch nicht essen, weil wir machen Essen dann nachher alle zusammen auf dem Boden. Mann, hab ich einen Spaß, du. Oh. Oh. Jetzt müssen wir aufpassen, da sind Scherben. Da sind Scherben, der dänische Teller. Ist egal. Ja. Wir müssen nur aufpassen, dass es nicht in die Klamotten reinschneidet wird. Ein Sechserpack, das wird teuer, Marc. Ja. Witzig, wie du so versuchst, diesen Teller zusammenzuhalten. Er ist kaputt, er ist tot, das war's. Also Kids, wir hauen jetzt ab. Die Ari hat noch viel zu tun heute. Mitnehmen, du kannst dann draußen noch mal spielen. Mann, war das ein Spaß, du. So, liebe Leute, gebt uns ein Abo, wenn ihr mehr von solchen Sachen sehen wollt. Wie es überhaupt so weit gekommen ist, seht ihr hier oben. Und wenn ihr mehr von Spielplatz sehen wollt, schaut mal bei den Kollegen von Team Playground vorbei. Viel Spaß!